Listen to Science, der Wissenschaftspodcast der Volkswagen Stiftung. Liebe Frau Zucker-Soest, lieber Herr Armgard, lieber Herr Barth, lieber Herr Meder, lieber Herr Kunze, meine sehr verehrten Damen und Herren, im Namen der Volkswagen Stiftung begrüße ich Sie herzlich zum dritten Teil unserer Reihe Leibniz 2016. Mit dieser Reihe, das wird Ihnen nicht verborgen geblieben sein, wenn Sie schon den ersten oder den zweiten oder vielleicht sogar beide Teile verfolgt haben, möchten wir zeigen, dass Leibniz-Ideen auch heute noch von großer Bedeutung sind für die Philosophie, für die Geschichtswissenschaften, aber auch für Bereiche wie die Informationstechnik und vieles andere. Der heutige Abend widmet sich Leibniz' Überlegungen zur Rechtsphilosophie. Wir werden zu Beginn dazu einen Ausschnitt aus Leibniz' Schriften hören. Es sind zwei große Schriften von Leibniz zum Thema Recht. Die Kollegen werden das nachher noch genauer aufdröseln, überliefert. Und wie diejenigen von Ihnen, die auch schon den Abend über Schäden, Schulden und Pensionen verfolgt haben, sicherlich sich erinnern werden, ist an ganz vielen anderen Stellen in Leibniz' Werk von Gerechtigkeit oder Recht die Rede. Kein Wunder, Leibniz war studierter Jurist. Und studierter Jurist ist auch der Vortragende des heutigen Abends, Professor Dr. Matthias Armgard, der seit 2009 den Lehrstuhl für bürgerliches Recht, antike Rechtsgeschichte, römisches Recht und neuere Privatrechtsgeschichte an der Universität Konstanz innehat. Er promovierte über die Anwendung der mathematischen Logik auf das Recht bei Gottfried Wilhelm Leibniz. Das hat er in Köln gemacht und war dann nach dem zweiten Staatsexamen am Oberlandesgericht Düsseldorf für sechs Jahre Sozius einer Wirtschaftskanzlei. Im Jahr 2007 habilitierte er ebenfalls in Köln über antikes Lösungsrecht. Seit 2012 leitet er das deutsch-französische interdisziplinäre Forschungsprojekt Jurisprudenz und Logik an der Universität Konstanz und ist dort seit 2012 auch Prorektor für Lehre. Nun aber zurück zu Leibniz' Schriften. In einem Brief an die preußische Königin Sophie Charlotte vom 5. August 1703 berichtet Leibniz, dass er eine Conversation, also man würde heute übersetzen ein Gespräch, mit seinem Dienstherrn, dem Kurfürsten Georg Ludwig, geführt habe. Zur kurzen Erinnerung und Einordnung, Georg Ludwig war derjenige, der 1714 König von Großbritannien und Irland wurde, Stichwort Personalunion, wir haben sie ja im Jahr 2014 hier in Hannover gefeiert. Diese Conversation, aus der wir gleich einen Ausschnitt hören, gibt Aufschluss über Leibniz' Theorie zur Gerechtigkeit, zum Unterschied zwischen Recht und Gesetz. Das wird uns Herr Armgard nachher genauer erklären. Ich überlasse nun diesen Platz hinter dem Mikrofon Martin G. Kunze, der uns einen Ausschnitt aus dieser Conversation vorlesen wird. Man glaubt, dass ein erfolgreicher Mensch boshaft sein kann und dass eine unbestrafte Tat dennoch ungerecht sein, das heißt, verdienen kann, bestraft zu werden, sodass es nur darum geht, zu untersuchen, warum sie es verdient, unabhängig davon, ob eine Strafe erfolgt oder ob ein Richter die Strafe anordnet. Es gab zwei Tyrannen in Sizilien namens Dionysos, Vater und Sohn. Der Vater war bösartiger als der Sohn. Er hatte die Tyrannei durch die Vernichtung vieler anständiger Menschen gegründet. Sein Sohn war weniger grausam, aber umso mehr der Ausschweifung und dem Luxus verfallen. Der Vater hatte Glück und konnte sich behaupten. Der Sohn wurde gestürzt.
Er nahm schließlich das Amt eines Schulmeisters in Korinth an, um weiterhin das Vergnügen zu haben, zu befehligen und mit dem Rohrstock, mit dem man die Kinder bestrafte, weiterhin eine Art Zepter zu tragen. Würde man sagen, dass die Taten des Ersten gerechter waren als die des Zweiten, da sie gelangen und unbestraft blieben? Und ist es der Geschichtsschreibung nicht gestattet, einen erfolgreichen Tyrannen zu missbilligen? Auch sieht man jeden Tag, dass die Menschen, seien sie eigennützig oder uneigennützig, sich über die Taten mancher Mächtiger beklagen und sie ungerecht finden. Die Frage ist also nur, ob sie sich mit Recht beklagen und ob die Geschichte die Neigungen und Handlungen eines Fürsten gerechterweise missbilligen kann. Dies bejaht, muss man zugeben, dass die Menschen unter Gerechtigkeit und unter Recht etwas anderes verstehen als das, was dem Mächtigen gefällt und was unbestraft bleibt, weil es keinen Richter gibt, der Rechenschaft verlangen könnte. Es ist wahr, dass im Universum als Ganzem oder in der Herrschaft des Alls glücklicherweise derjenige, der am mächtigsten ist, zugleich gerecht ist und nichts tut, worüber man Recht hätte, sich zu beklagen. Gewiss würde man, ließe sich die universelle Ordnung verstehen, feststellen, dass es nicht möglich ist, irgendetwas besser zu machen, als er es macht. Aber die Macht ist nicht der formelle Grund, der ihn gerecht macht. Denn wenn die Macht der formelle Grund der Gerechtigkeit wäre, wären alle Machthaber gerecht. Das widerspricht der Erfahrung. Es geht also darum, diesen formellen Grund zu finden, der uns lehren soll, worin die Gerechtigkeit besteht und was die Menschen meinen, wenn sie eine Handlung gerecht oder ungerecht nennen. Dieser formelle Grund muss Gott und den Menschen gemeinsam sein. Andernfalls hätte man Unrecht, dasselbe Attribut ohne Zweideutigkeit auf den einen und den anderen anwenden zu wollen. Das sind die fundamentalen Regeln für jede Überlegung und Diskussion. Ich will gern zugeben, dass es einen großen Unterschied gibt zwischen der Weise, in der die Menschen gerecht sind, und der, in der Gott es ist. Aber dieser Unterschied ist nur ein gradueller, denn Gott ist vollkommen und ganz gerecht, während die Gerechtigkeit der Menschen aufgrund der Unvollkommenheit der menschlichen Natur mit Ungerechtigkeit, Verfehlungen und Sünden vermengt ist. Diese Vollkommenheiten Gottes sind unendlich. Unsere sind begrenzt. Der Fehler derjenigen, die die Gerechtigkeit von der Macht abhängig gemacht haben, kommt teilweise daher, dass sie Recht und Gesetz verwechselt haben. Das Recht kann nicht ungerecht sein, das wäre ein Widerspruch, aber das Gesetz kann es sein, denn es ist die Macht, die das Gesetz erlässt und aufrechterhält. Und wenn es dieser Macht an Weisheit oder an gutem Willen fehlt, kann sie sehr schlechte Gesetze erlassen und aufrechterhalten. Gottes Gesetze sind immer gerecht und er ist in der Lage, diese aufrechtzuerhalten, wie er es auch zweifelsohne tut, wenn auch nicht immer sichtbarerweise und so fort, wofür er zweifellos gewichtige Gründe hat. Es geht also darum, endlich den formellen Grund der Gerechtigkeit und den Maßstab zu bestimmen, an dem wir Handlungen messen müssen, um zu wissen, ob sie gerecht sind oder nicht. Gerechtigkeit ist nichts anderes als das, was gleichermaßen der Weisheit und der Güte entspricht. Das Ziel der Güte ist das größte Wohl. Aber um dies zu erkennen, ist die Weisheit erforderlich. Die Weisheit ist nichts anderes als das Wissen über das Wohl, so wie die Güte nichts anderes ist als die Neigung,
allen Gutes zu tun und Übel zu verhindern. Es sei denn, dieses Übel ist notwendig, um ein größeres Wohl zu erreichen oder um ein größeres Übel zu verhindern. Also, ist die Weisheit im Verstand und die Güte im Willen? Folglich ist die Gerechtigkeit in dem einen und dem anderen. Die Macht ist etwas anderes. Wenn sie auftritt, macht sie aus dem Recht ein Faktum und bewirkt, dass das, was sein soll, auch wirklich existiert, soweit die Natur der Dinge dies erlaubt. Und genau das macht Gott in der Welt. Es ist deshalb offenkundig, dass Ordnung, Zufriedenheit, Freude, Weisheit, Güte und Tugend wesentliche Güter sind und dass sie niemals schlecht sein können. Die Macht ist ebenfalls etwas Gutes, aber sie wird nur dann ein sicheres Gut, wenn sie mit Weisheit und Güte verbunden ist. Denn die Macht eines Bösen dient nur dazu, ihn früher oder später tiefer ins Unglück zu stürzen, da sie ihm die Mittel gibt, mehr Böses zu tun und eine größere Strafe zu verdienen, der nicht entrinnen wird, da es einen vollkommen gerechten Monarchen des Universums gibt, dessen unendlichen Scharfsinn und höchster Macht man nicht entgehen kann. Wie die Erfahrung zeigt, lässt Gott es, aus uns Unbekannten jedoch zweifelsohne sehr weisen und auf einem größeren Gut beruhenden Gründen zu, dass es in diesem Leben viele glückliche Böse und viele unglückliche gute Menschen gibt. Das ließe sich nicht mit den Regeln einer vollkommenen Herrschaft wie der Gottes vereinbaren, falls es nicht wieder gut gemacht würde. Daraus folgt notwendigerweise, dass es ein anderes Leben geben wird und dass die Seelen nicht mit diesem sichtbaren Körper vergehen. Andernfalls gäbe es unbestrafte Verbrechen und gute Taten ohne Belohnung, was der Ordnung widerspräche. Vielen Dank. Sehr geehrte Damen und Herren, es ist mir eine besondere Freude und Ehre, anlässlich des 300. Todestages von Gottfried Wilhelm Leibniz heute in Schloss Herrenhausen über sein Wirken als Jurist und Rechtsphilosoph zu Ihnen sprechen zu dürfen. Der Vortrag wird ab jetzt schlechter werden. Sie merken es, erstens kann ich nicht so gut sprechen wie mein Vorredner. Das war wirklich unglaublich beeindruckend, auch für jemanden, der ständig im Hörsaal steht, kann man sehen, wie gut man sprechen kann und wie schlecht. Jetzt kriegen Sie also die schlechtere Variante geboten. Und das Zweite, weil jetzt nicht mehr Leibniz wörtlich zitiert wird, sondern weil ich jetzt über Leibniz spreche. Und das ist natürlich unvermeidlich ein Qualitätsverlust. Ja, besonders freue ich mich, dass ich für die anschließenden Diskussionen meinen geschätzten Kollegen Stefan Meder, ebenfalls Rechtshistoriker und den Philosophen und Leibniz-Spezialisten, Privatdozenten Dr. Christian Barth aus Berlin gewinnen konnte. Ich möchte nun meinen Vortrag in zwei Teile teilen. Zunächst möchte ich kurz über das äußere Wirken Leibnizens als Jurist sprechen und dabei werde ich die von ihm veröffentlichten juristischen Werke streifen und kurz auf den Plan einer Reform des Zivilrechts eingehen. Im zweiten Teil möchte ich dann das rechtsphilosophische Schaffen von Leibniz vorstellen. Leibniz wurde in eine Juristenfamilie hineingeboren. Sein Vater war Notar und zudem Professor für Moralphilosophie in Leipzig. Seine Mutter entstammte ebenfalls einer Juristenfamilie. Leibniz hat bereits mit 15 Jahren in seiner Heimatstadt Leipzig begonnen, Philosophie und Recht zu studieren. Ein kurzer Abstecher nach Jena führte ihn zu dem Mathematiker Erhard Weigel, der ihn zur Anwendung des mathematischen Denkens auch außerhalb der Mathematik anregte. Diese Anregung war sehr wichtig für Leibniz und zeigte sich in seiner ersten juristischen Veröffentlichung der Bedingungslehre, die er zur Erlangung des juristischen Baccalaureats schrieb und die er später noch einmal gründlich überarbeitete und nochmals veröffentlichte. Die im Alter von 19 Jahren verfasste juristische Bedingungslehre, Doctrina Conditionum, ist ein Meisterwerk, das bereits zeigt, dass der Verfasser genial ist.
Leibniz erkennt im römischen Bedingungsrecht den Einfluss der stoischen Aussagenlogik auf die antiken römischen Juristen und schmiedet aus den im spätantiken Corpus Juris Civilis gesammelten Fragmenten der klassischen römischen Juristen eine Bedingungslehre, die bis heute ihresgleichen sucht. In 80 Definitionen und 69 Theoremen, die aus den Definitionen bewiesen werden, baut er ein eindrucksvolles System des Bedingungsrechts auf. Dabei verwendet er nicht nur Aussagenlogik, sondern entwickelt neue Logiktypen. So sind schon in diesen frühen ersten, Schrift erste Ansätze seiner späteren Modallogik und der Semantik möglicher Welten vorhanden. Und zudem schafft Leibniz eine Wahrscheinlichkeitslogik unter Einbeziehung der zeitlichen Veränderung, bei der die Modalitäten durch Wahrscheinlichkeitswerte zwischen 0 und 1 abgebildet werden. Diesen genialen Gedanken hat Oskar Becker 1930 aufgegriffen. Leibniz schafft also als nicht einmal 20-Jähriger eine dynamische probabilistische Logik, um das juristische Bedingungsrecht zu erfassen. Kein geringerer als der große Leibniz-Forscher Heinrich Schepers, vor kurzem 90 Jahre alt geworden, war der Erste, der die tiefen Schätze dieser Schrift zu heben begann. Ich habe dann einige Jahrzehnte später darüber promoviert und zu meiner großen Freude ist die Leibniz'sche Bedingungslehre davon ausgehend in den letzten Jahren Gegenstand einer intensiven logischen Erforschung auf internationaler Ebene geworden. Zurzeit arbeite ich zusammen mit Kollegen aus Bologna und Florenz an einer englischen Übersetzung und Kommentierung. Der Text hat eine solche Aufmerksamkeit zweifellos verdient. Übrigens, die italienischen Kollegen sind keine Rechtshistoriker, sondern Rechtstheoretiker und beschäftigen sich mit künstlicher Intelligenz und Rechts und solchen Dingen. Man hat den Eindruck, dass Leibniz gemerkt hat, dass er mit dieser Bedingungslehre, mit dieser Baccalaureatsarbeit seine Zunftgenossen überfordert hat. Jedenfalls ist seine juristische Doktorarbeit De casibus perplexis über verwickelte Rechtsfälle nicht ganz so lang, dicht und komplex wie die Bedingungslehre. Leibniz reichte sie als 20-Jähriger in Altdorf bei Nürnberg ein, um die in Leipzig übliche mehrjährige Wartezeit zu umgehen. Die Arbeit kam derart gut in Altdorf an, dass die juristische Fakultät ihm eine Professur anbot. Wie gesagt, er war 20 Jahre alt, ne? Leibniz lehnte aber ab, um in die Praxis zu gehen. Ob er das später bereut hat, weiß ich nicht. Die nächsten 4 Jahre verbrachte Leibniz in Mainz. Die mit 21 Jahren verfasste Schrift Nova Methodus Dicendae Docendaeque Jurisprudentio, also eine neue Methode, das Recht zu lernen und zu lehren, ebnete ihm den Weg an den Mainzer Hof. Dort wurde er Justizrat, wurde aber rasch vom richterlichen Tagesgeschäft freigestellt, um an einem wichtigen und großen Reformprojekt zu arbeiten. Das Zivilrecht, das im 6. Jahrhundert nach Christus unter dem oströmischen Kaiser Justinian kodifiziert worden war, indem man Fragmente der Schriften der großen klassischen römischen Juristen thematisch geordnet aneinanderreihte, sollte reformiert worden. Man unternahm in Mainz einen der ersten Versuche, das spätantike Corpus Juris Civilis, das seit dem 11. Jahrhundert Gegenstand des Rechtsunterrichts in Bologna, Italien und ganz Europa gewesen war, durch eine moderne, systematische Kodifikation zu ersetzen. Leibniz schätzte zwar außerordentlich die klassischen römischen Juristen, die Klassik liegt in den ersten, etwa grob gesprochen, in den ersten beiden nachchristlichen Jahrhunderten. Also Leibniz schätzte die klassischen römischen Juristen und pries sie auch des Öfteren als Schüler der stoischen Philosophen. Das spätantike Corpus Juris Civilis, das ja nur Fragmente der Klassikerschriften enthielt, war ihm aber ein Ärgernis. Leibniz verwandte 4 Jahre auf dessen Überarbeitung, wobei seine Vorstellungen, wie das Werk überarbeitet werden sollte, im Laufe der Zeit immer radikaler wurden. Über die Arbeit am juristischen Detail hinaus entstanden in dieser Zeit mehrere Entwürfe der Elementa Juris Naturalis, der Elemente des Naturrechts, in denen er eine deontische Modallogik entwickelte, die er auf die übliche aletische Modallogik reduzierte. Also deontische Logiken befassen sich mit Begriffen wie verboten, erlaubt, geschuldet und freigestellt und deren Verhältnis zueinander. Und die aletischen Modalitäten sind notwendig, verboten, kontingent und möglich. Erst im 20. Jahrhundert, also mehrere Jahrhunderte später, wurden
deontische Logiken entwickelt und man versucht bis heute, sie aufs Recht anzuwenden. Leibniz war seinerzeit auch in diesem Punkt sehr, sehr weit voraus. Die Arbeit an der Zivilrechtsreform blieb leider liegen, als Leibniz für 4 Jahre als Diplomat nach Paris ging. Das war die große Zeit, in der Leibniz unter Anleitung von Christian Huygens zu einem der größten Mathematiker aller Zeiten wurde und die Differential- und Integralrechnung erfunden hat, wie Sie wissen. Eine Wiederaufnahme der juristischen Tätigkeit erfolgte erst, als Leibniz als 30-Jähriger nach Hannover kam, um dem Welfenhaus für den Rest seines Lebens als Justizrat zu dienen. Allerdings kehrte Leibniz nie mehr zu einer derart kontinuierlichen und intensiven Beschäftigung mit dem Recht zurück wie in den ersten 26 Jahren seines Lebens. Vielmehr wusste er sich wieder, den Richterdienst vom Leibe zu halten und begann, formell zwar immer noch als Justizrat angestellt, andere Projekte voranzutreiben. 1678 bis 1686 versuchte Leibniz sich als Ingenieur an der Grubenentwässerung im Harz. Von 1685 bis zu seinem Tode war er dann vor allem als Historiker mit der Welfengeschichte befasst. Dennoch lassen sich auch in der Hannoveraner Zeit einige wichtige Beiträge zur Rechtswissenschaft ausmachen. Wichtiger als die juristischen Fragmente dieser Zeit ist aber die Entwicklung seiner Rechtsphilosophie, die Hand in Hand geht mit der Entwicklung seiner reifen Metaphysik in den letzten 3 Jahrzehnten seines Lebens. Wie der kürzlich verstorbene Patrick Riley gezeigt hat, stehen die philosophischen Spätwerke, die Theodizee, die Monadologie und die Prinzipien der Natur und der Gnade in engstem Zusammenhang mit der Leibnizschen Philosophie der Gerechtigkeit. Auch die gegen John Locke verfasste neue Abhandlung über den menschlichen Verstand handelte unter anderem von den Grundlagen des Naturrechts im menschlichen Geist. Recht und Philosophie lassen sich bei Leibniz nicht trennen. Damit komme ich zum zweiten Teil, zur genaueren Betrachtung der Rechtsphilosophie. Der vorgelesene Text entstammt den Meditations sur la notion commune de la justice, den Gedanken über den Begriff der Gerechtigkeit aus dem Jahr 1703. Leibniz hatte in diesem Jahr seinem Dienstherrn, dem Welfenfürsten Georg Ludwig, der, wie wir ja gehört haben, 1714 als Georg der erste König von England wurde, über das Thema Gerechtigkeit vorzutragen und er hat diesen Vortrag später verschriftlicht. Wenn ich im Folgenden vor allem auf die in den Meditations entwickelten Gerechtigkeitstheorie eingehe, sollten wir uns vergegenwärtigen, dass Leibniz Jurist im Absolutismus war und zudem kein sonderlich gutes Verhältnis zu seinem letzten Dienstherrn hatte. Umso eindrucksvoller ist es, dass Leibniz es wagt, einem absolutistischen Fürsten eine Theorie vorzustellen, die auf einer rigorosen Trennung von Recht und Gesetz beruht. Im Gegensatz zu Hobbes und Pufendorf, die Recht und Gesetz auf die Macht des Herrschers gründen wollten, entwickelt Leibniz eine Konzeption von Recht als einem Maßstab zur kritischen moralischen Bewertung von Gesetzen und sonstigen Hoheitsakten des Souveräns. Zunächst sind die von Leibniz verwendeten Begriffe scharf zu fassen und zu trennen. Leibniz unterscheidet streng, rigoros zwischen Recht, le droit, und Gesetz, la loi. Die beiden haben ihm zufolge nichts miteinander zu tun. Anders als im heutigen Sprachgebrauch, bei dem die Bedeutungsebenen verwischen. Wir sprechen von Zivilrecht, da meinen wir die Zivilgesetze mit und ihre Auslegung. Leibniz entwickelt folgende Distinktion. Wir hatten es gehört, das Recht kann nicht ungerecht sein, denn Recht bedeutet im leibnizschen Sprachgebrauch gerade Gerechtigkeit. Also wäre ungerechtes Recht ein Widerspruch in sich. Gesetze können hingegen sehr wohl ungerecht sein und müssen sich am Maßstab des Rechts bzw. der Gerechtigkeit messen lassen. Um es mit den Worten des Rechtsphilosophen Gustav Radbruch aus dem Jahr 1946, also nach der Nazi-Diktatur, zu sagen, es gibt einerseits übergesetzliches Recht und andererseits gesetzliches Unrecht. Eine solche Gerechtigkeitskonzeption ist eine Kampfansage gegen den juristischen Positivismus und auch gegen jede unkontrollierte staatliche Machtausübung, die gerade im Zeitalter des Absolutismus immer drohte. Man beachte, dass Leibniz ein Zeitgenosse Ludwigs des 14. war. Man beachte zudem, dass der Dienstherr von Leibniz, dem er diese Gedanken vortrug, ein absolutistischer Herrscher war, der ihn nicht besonders mochte.
Das zeigt, dass das Bild von Leibniz als einem opportunistischen Duckmäuser völlig verfehlt ist. Da gehörte schon Mut zu. Dies vorausgeschickt möchte ich im Folgenden die Leibnizsche Rechtsphilosophie kurz skizzieren. Es handelt sich um einen dreistöckigen Bau. Die unterste Stufe ist das Jus Strictum, das strenge Recht, das sich allein aus den Begriffen und den aus ihnen folgenden Ableitungen entwickelt. Die zweite Stufe bildet die Equitas oder Billigkeit, die das strenge Recht punktuell korrigiert. Und die dritte Stufe, die Pietas, die Frömmigkeit, die noch höher steht und ebenfalls korrigierend auf die unteren beiden Ebenen einwirken kann und muss, wenn es darauf ankommt. Diesen drei Stufen entsprechen die aus dem römischen Recht stammenden Gedanken: erstens, neminem lädere, niemanden verletzen. Zweitens, sum cuic vetribure, jedem das Seine zuteilen. Und drittens, honeste vivre, ehrbar leben. Das finden wir in den römischen Rechtsquellen. Und die sind uns hauptsächlich durch das Corpus Juris Civilis überliefert. Leider haben wir die Klassikerschriften nicht. Wir haben nur diese Fragmentsammlung dieses Corpus Juris Civilis aus der spätantiken Zeit. Die Quellenlage ist nicht befriedigend. Die ersten beiden Stufen bilden nach Leibniz die Justitia Particularis, die letzte Stufe die Justitia Universalis. Diese Unterscheidung geht auf Aristoteles zurück. Leibniz übernimmt sie und harmonisiert sie mit den drei Stufen der römischen Juristen. Es ist übrigens typisch für Leibniz, dass er verschiedene Sachen übernimmt und ineinander fügt. Ihm ging es eigentlich weniger darum, die alten zu korrigieren, sondern das Gute daraus zu holen und zu ordnen und zu sortieren. Wichtig ist der Gedanke der Korrektur der unteren Stufe durch die höheren Stufen. Logisch gesehen würde man von Defeasible Reasoning oder von einem nicht monotonen System sprechen. Damit kommt Leibniz auch dem Gedanken einer primitiven Begriffsjurisprudenz zuvor. Es gibt bei ihm begriffliches Rechtsdenken, aber kein primitives, unkontrolliertes. Die sogenannte deutsche Begriffsjurisprudenz des 19. Jahrhunderts, wenn es die überhaupt gegeben hat, hat weder eine Begriffslogik gehabt, wie sie Leibniz in den Generalis Inquisitionis entwickelt hat, eine wichtige Schrift zu seiner Logik, noch hat sie die Korrekturbedürftigkeit der rein begrifflichen Ableitung so klar gesehen und formuliert wie Leibniz. Hier sieht man einen deutlichen Unterschied. Dieser Korrekturmechanismus wird von Leibniz auch ganz gezielt eingesetzt. In den Meditationen befasst sich Leibniz beispielsweise auch mit ganz praktischen Fragen wie der Zulässigkeit der Sklaverei. Ja, da England an der Sklaverei kräftig verdient hat und sein Chef später ja König von England wurde, war das nicht nur eine rein theoretische Frage. Naja, solange der noch in Welfe war und hier in Hannover vielleicht, aber später dann nicht mehr. Leibniz zweifelt schon daran, dass nach der ersten Stufe, nach dem strengen Recht, die Sklaverei zulässig ist. Jedenfalls wird sie aber nach der zweiten und dritten Stufe der Billigkeit und Frömmigkeit ausgeschlossen oder zumindest so stark eingeschränkt, dass von Sklaverei im Sinne von Rechtlosigkeit keine Rede mehr sein kann. Damit möchte ich noch einmal auf die Unterscheidung von Recht und Gerechtigkeit einerseits und Gesetzen andererseits zurückkommen. Gerechtigkeit wird von Leibniz wie folgt definiert: Justitia est caritas sapientis. Gerechtigkeit ist die Caritas, die Güte, das Wohlwollen des Weisen. Wir hatten es gehört, Wille und Verstand spielen zusammen. Der Wille, Gutes zu tun, und die klare Erkenntnis des Guten sind erforderlich. Dagegen kommt es bei Leibniz, aus der Sicht von Leibniz, auf die Frage der Macht bei der Gerechtigkeit gar nicht an. Die Macht ist nur für die Frage der Aufstellung und Durchsetzung von Gesetzen wichtig. Recht gehört für Leibniz in den Bereich des Notwendigen, der allein vom Widerspruchsprinzip abhängt. Genauer gesagt gehören die Rationes Juris, die Gründe für das Recht, in den Bereich der ewigen Wahrheiten. Demzufolge liegen Recht und Mathematik auf einer Ebene, was Leibniz immer wieder betont. Die notwendigen Wahrheiten verortet Leibniz im Verstand Gottes. Sie sind nicht von seinem Willen, also nicht von dem Willen Gottes, abhängig. Daher kann Gott auch nicht willkürlich festsetzen, was gerecht ist und was ungerecht ist. Und Menschen können das schon mal gar nicht. Gesetze gehören hingegen in den Bereich des Kontingenten. Kontingent sind Geschehnisse, die eintreten oder eingetreten sind, die aber auch nicht hätten eintreten können. Kontingentes beruht immer auf einer Wahl, auf einer Entscheidung.
Gott wählt immer das Beste, der menschliche Gesetzgeber wählt, wie wir wissen, hingegen nicht immer das Beste. Es gibt schlechte und ungerechte Gesetze. Und deshalb gibt es auch so viele Juristen. Nicht nur deshalb, aber das ist einer der Gründe. Das sahen die Voluntaristen Hobbes und Pufendorf, ich hatte Ihnen die Bilder ja gezeigt, anders. Sie verschmolzen Recht und Gesetz zu einer Sache und machten die Frage der Richtigkeit von Recht und Gesetz, war ja nun verschmolzen, hauptsächlich von dem Willen und der Macht des Souveräns abhängig. Nach Pufendorf ist ein Gesetz dann gerecht, wenn es von einem gerecht eingesetzten Herrscher erlassen wurde. Nochmal, nach Pufendorf ist ein Gesetz dann gerecht, wenn es von einem gerecht eingesetzten Herrscher erlassen wurde. Leibniz hat sich über die evidente Zirkularität dieser Definition zu Recht sehr geärgert. Also Leibniz hat Hobbes geschätzt, der war zwar auf der falschen Seite, aber der konnte was, aber mit Pufendorf hatte das nach Leibniz keinen Sinn. Außerdem ist es natürlich so, dass die ordnungsgemäße Einsetzung eines Herrschers keinesfalls garantiert, dass dieser gerechte Gesetze macht. Das kann ja auch aus dem Ruder laufen. Dieser Einwand gilt nicht nur im Absolutismus, auch in einer Demokratie kann die durch die Mehrheit legitimierte gesetzgebende Gewalt sich dazu versteigen, ungerechte Gesetze zu machen. Das geht. Die Frage nach der richtigen Auffassung von Gerechtigkeit bleibt also aktuell, unabhängig von Staatsform und von politischem System. Im 19. Jahrhundert hat gerade in der deutschen Rechtswissenschaft der Positivismus das Naturrecht fast vollständig verdrängt. Der Positivismus lässt sich auf die Formel bringen, das Recht kommt aus der Regel. Leibniz dagegen hat, bezugnehmend auf römische Juristen, gesagt, es ist umgekehrt, die Regel kommt aus dem Recht. Die Nürnberger Kriegsverbrecherprozesse haben die Grenzen des juristischen Positivismus deutlich gemacht. Man hätte die Kriegsverbrecher bei Zugrundelegung eines rein positivistischen Standpunkts kaum verurteilen können. Grund war ja Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Auch heute gibt es übrigens Verurteilungen wegen dieses ungeschriebenen Straftatbestandes. Gustav Radbruch, der dann davon ausgehend die Lehre vom Naturrecht in Deutschland für einen kurzen Zeit mal wieder nach oben gebracht hat, hatte ich ja bereits erwähnt. Das war aber ein ganz kurzes Aufblinken. Mittlerweile sind wir wieder pragmatische Positivisten. Zumindest meine Zunft. Die meisten meiner Zunft. Ich möchte diesen Gedanken nochmal in einer allgemeineren Form kontextualisieren. Der Gegenbegriff zum Positivismus ist der Platonismus. Das heißt, die Annahme, dass es nicht materielle, objektive Wahrheiten gibt. Die Frage, ob Positivismus oder Platonismus der richtige Ansatzpunkt ist, ist alt und bezieht sich nicht nur auf das Recht. Auch in der Mathematik gab und gibt es diese Auseinandersetzung. Ich möchte nur den Wiener Kreis und die These Rudolf Carnaps, dass Mathematik nichts als Syntax der Sprache sei, nennen. Dieser Vorstellung ist der große Logiker Kurt Gödel entgegengetreten. Er hat vertreten, dass Mathematik etwas Objektives ist, das unabhängig vom menschlichen Denken besteht. Ihm zufolge können Menschen diesen rein geistigen Gegenstand nur ansatzweise erkennen. Und das für die Leute, die sich mit Kurt Gödel beschäftigen, obwohl er ja den eigentlich zum Skeptizismus eher anlassgebenden Unvollständigkeitssatz entdeckt hat. Aber Gödel war Platonist. Bezogen auf das Recht war einer der namhaftesten Vertreter des modernen Positivismus Hans Kelsen. Für ihn war Gerechtigkeit nur ein schöner Traum. So hat er das jedenfalls verkündigt. Allerdings zeigt der Nachlass von Kelsen, dass auch er, Kelsen, ungeachtet dieser öffentlich verkündigten These, heimlich dennoch nach einer Theorie der Gerechtigkeit gesucht hat. Um eine Antwort auf Kelsen zu finden, ist es sehr wertvoll, sich mit der Leibnizschen Gerechtigkeitstheorie zu beschäftigen. Im juristischen Tagesgeschäft und in der juristischen Ausbildung gehen solche Fragen nur zu oft unter. Das ist nicht gut und das ist gerade in Deutschland nicht gut. Lassen Sie mich zum Abschluss noch einige Aspekte der Leibnizschen Rechtsphilosophie ansprechen. Leibniz hat gegen Lockes These, alles menschliche Wissen sei empirisch, und der menschliche Geist sei zunächst eine Tabula rasa, die platonische Vorstellung von eingeborenen Ideen vertreten.
In der neuen Abhandlung über den menschlichen Verstand geht Leibniz davon aus, dass die notwendigen Wahrheiten dem menschlichen Geist eingeboren sind. Wie gesagt, fallen in den Bereich der notwendigen Wahrheiten mathematische Wahrheiten und auch das Recht. Anders als für die mathematischen Wahrheiten geht Leibniz für das Recht aber davon aus, dass Gott dem Menschen moralische Instinkte ins Herz eingeschrieben hat, die sein Handeln leiten sollen. Die Menschlichkeit ist ein solcher eingeborener Instinkt. Denken Sie an den Straftatbestand von Nürnberg, Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Insofern steht die Leibniz'sche Lehre im Einklang mit dem, was Paulus im Römerbrief lehrt, auf den sich Leibniz auch mehrfach ausdrücklich bezieht, nämlich dass Gott das Gesetz dem Menschen ins Herz geschrieben hat. Wie sieht es nach Leibniz mit der Verwirklichung der Gerechtigkeit aus? Also nicht nur mit der Frage, ob es Gerechtigkeit denkbar ist, sondern ob sie Wirklichkeit ist. Leibniz lebte in keiner schönen Zeit. Gegen Ende des Dreißigjährigen Krieges geboren und in einer Zeit ständiger außenpolitischer Unruhe lebend, die zum einen von Ludwig XIV. Und seinen Überfällen auf das Reich und zum anderen durch die Angriffe des Osmanischen Reiches geprägt war, war ihm Unrecht ständig vor Augen. Für Leibniz war Gerechtigkeit dennoch kein bloßes Ideal, kein bloßes Sollen. Gerade in seinem metaphysischen Spätwerk wird deutlich, dass Leibniz eine über die Zeitlichkeit und Begrenztheit des irdischen Daseins weit hinausgehende Perspektive entwickelt hat. Natürlich wird nicht jede böse Tat von der irdischen Justiz bestraft. Mancher Kriegsverbrecher kommt ungeschoren davon, das wissen wir. Aber es gibt ein Jenseits und einen gerechten Richter, dem nichts entgeht und dem man auch nicht entwischen kann. Und Gott hat in seine Schöpfung die vollkommenen moralischen Gesetze eingeschrieben, in freier Wahl. Das Gute wird automatisch belohnt, wenn man nur lange genug wartet, und das Böse bestraft. Mit diesem Gedanken schlägt Leibniz eine Brücke vom Sollen, ideales Naturrecht, zum Sein, real existierendes, in Kraft befindliches Naturrecht. Das Naturrecht ist kein bloßes Ideal, es ist in Kraft, es entfaltet Wirkung. Nur in dieser weitgehenden, auch den Bereich der Religion umfassenden Konzeption hält Leibniz die großen Gedanken an Gerechtigkeit und Naturrecht überhaupt für denkbar. Also, sonst gibt es keine Gerechtigkeit. Wir hatten jetzt, wir hatten vor kurzem eine Tagung in Lecce in Süditalien und da ging es darum, dass eine Frau, deren Mann in Südamerika von der Junta grausam ermordet worden ist, dann, nachdem sie den Bösewicht hat ausfindig machen können, den hat verurteilen lassen wollen. Und das ging dann nicht, weil die Beweise nicht reichten, dass dieser Mann, der zweifellos sehr viele Menschen auf dem Gewissen hatte, gerade ihren Mann getötet hat. Das konnte man eben nicht beweisen. Und dann wurde der freigesprochen. Für die Frau brach eine Welt zusammen und kurze Zeit später ist sie gestorben. Also, wenn es im Jenseits, wenn wir das Jenseits ausblenden, dann gibt es keine Gerechtigkeit. Dann müssen wir wirklich mit Kelsen sagen, schöner Traum. Das muss man sich klar machen und das wurde dann auch diskutiert und das war dann meine Position auch in der Diskussion. Ich möchte auch abweichend hier von meinem Manuskript Ihnen noch eine letzte Folie aufblenden. Die habe ich mir sozusagen vorbehalten. Das hört sich ja jetzt so ein bisschen alles sehr theoretisch an. Die letzte Folie ist folgende. Es sind die Gründe, warum der Kommunismus nicht funktionieren kann. Leibniz hat gesagt, der optimale Staat wäre eine tolle Sache. Aber das sollten wir nicht machen. Das klappt nicht. Warum klappt das nicht? Das ist undurchführbar. Das ist ein optimaler Staat, das wäre so eine kommunistische Vision im weitesten Sinne. Nicht exakt das Gleiche, aber doch ähnlich. Was sind die Gründe, warum das nicht klappen kann? Da sieht man, dass Leibniz kein Traumtänzer war, meine Damen und Herren. Erstens, die Umordnung der bestehenden Eigentumsverhältnisse ginge nur durch Revolution, also Gewalt, durch Blutvergießen. Wollen wir das? Zweitens, den Menschen fehlt Weisheit und Liebe für eine gemeinnützige Lebensweise. Die Menschen sind Egoisten. Die sind nicht gemeinnützig. Drittens, die totale Fürsorge des Staates würde zu Faulheit und Trägheit führen, weil die Gemeinnützigkeit als Idee fehlt. Viertens, es fehlt an einer wirksamen Erziehung zum Gemeinnutz. Der Egoismus wird also auch erziehungsmäßig nicht richtig bekämpft. Fünftens, es lassen sich kaum gerechte Verwalter finden, die alles angemessen verteilen. Das heißt, die,
die Upper Class stopft sich erstmal selbst die Taschen voll. Das Aufstellen von Maßstäben einer gerechten Verteilung, die es nach Leibniz gibt, würde aber zu endlosen Streit führen, weil jeder für sich das Beste rausholen würde. Da würde der Egoismus wieder durchbrechen. Man würde nämlich nicht altruistisch sich auf so ein System einigen, sondern jeder wollte so wieder so viel haben, wie er kriegen kann. Und letztens, der letzte Grund, der Staat würde die Sorge für alle nicht leisten können und an einer solchen Belastung zusammenbrechen. Ich muss Ihnen sagen, als ich das zum ersten Mal gelesen habe, war ich schockiert. Und ich frage Sie, war das Experiment mit dem Kommunismus wirklich nötig? Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Also, meine Damen und Herren, vielen Dank für den Vortrag, Herr Armgard. Ich freue mich sehr darüber, Ihnen die anderen Mitstreiter der Podiumdiskussion kurz vorstellen zu dürfen und freue mich umso mehr auf die nun folgende Podiumsdiskussion. Herrn Armgard haben Sie schon kennengelernt. Daneben sitzt Professor Meder, der ist Inhaber des Lehrstuhls für Zivilrecht und Rechtsgeschichte an der Leibniz-Universität hier in Hamburg und wiederum in Hannover, Entschuldigung, fängt ja gut an. Und zu meiner Linken sitzt der Privatdozent Christian Barth, Mitglied des Philosophischen Instituts der Humboldt-Universität in Berlin, diesmal richtig, und wissenschaftlicher Koordinator des Exzellenzclusters Topoi. Wir gehen wie folgt vor. Es gibt einige Fragen, die vorbereitet sind, und ansonsten soll es aber eine sehr offene, rege Diskussion geben. Das heißt, die Teilnehmer der Podiumsdiskussion können sich auch gegenseitig Fragen stellen, um dem Flow keinen Abbruch zu tun. Ich beginne mit einer vorbereiteten Frage und dann lassen wir es laufen. Herr Armgard, bevor die allerletzte Folie kam, auf die ich nun nicht vorbereitet war, sind Sie nochmal auf den Punkt gekommen, auf die Brücke vom Sollen zum Sein. Das ist natürlich ein sehr wichtiger Punkt und auch etwas, was jedem erstmal aufstößt, der sich ein bisschen mit dem Naturrecht beschäftigt. Inwiefern ist denn eine Konstruktion eines Naturrechts überhaupt denkbar, ohne dem naturalistischen Fehlschluss anheimzufallen? Ja, die Frage ist, ob es ein naturalistischer Fehlschluss wirklich ist. Ne? Also ich wollte eigentlich in den Folien noch eine Sache integrieren, nämlich wenn wir den metaethischen Diskurs von heute aufgreifen, dann würde man Leibniz, glaube ich, einordnen als non-naturalistischen Realisten, also jemanden, für den Recht real ist, also zu den notwendigen Wahrheiten, oder jedenfalls in diesen Bereich hineingehört, nicht von der Willkür eines Menschen und nicht mal von Gottes Willkür abhängig ist, sondern einfach da ist. Und er würde sagen, wir kriegen das auch nicht empirisch irgendwie ermittelt. Es geht erstmal darum, was richtig ist. Das heißt nicht, dass die Empirik überhaupt gar keine Rolle spielt. Man kann zum Beispiel durch empirische Untersuchungen eine Idee bekommen, was richtig ist. Ja? Man kann das ausprobieren und macht Erfahrungen damit. Aber der Grund dafür, dass es richtig oder falsch ist, der ist dann eben nicht empirisch. Also die Empirik hätte sozusagen nur eine heuristische Bedeutung. Das erkennt Leibniz an. Und wenn Sie sehen, wie mathematische Axiomensysteme gemacht werden in der Praxis, ja, da probiert man erstmal rum. Und das ist auch erstmal eine empirische Sache. Das ist aber der heuristische Prozess, wie man drauf kommt. Aber die Frage, was richtig oder falsch ist, die hängt letztlich nicht von dieser empirischen Richtung ab. Ja? Herr Meder, Herr Barth, möchten Sie dem noch was dazufügen zu der empirischen Heuristik? Ist das an? Ja. Ja, ganz kurz vielleicht zu der Frage des naturalistischen Fehlschlusses. Ich glaube, dass bei Leibniz-Konzeption es so ist, dass die notwendigen Wahrheiten, die im göttlichen Intellekt angesiedelt sind, durch einen Reflexionsprozess, so stellt er es dar, also Leibniz dar, von Gott selbst auf seine eigene Essenz gewonnen werden. Und zur göttlichen Essenz gehören zumindest klassischerweise die drei Attribute, sagen wir erstmal so, die drei Grundfähigkeiten des Intellekts, des Willens und der Macht, die in allen drei Fällen in maximaler Vollkommenheit natürlich ausgebildet sind. Und ich stelle es mir ein bisschen so vor, dass
die Gottes Selbstreflexion auf seinen eigenen Willen, zu dessen Essenz das Gute gehört und damit, so scheint mir, auch ein Sollensanspruch, zu einer Erkenntnis der grundlegenden moralischen, rechtlichen, politischen Wahrheiten führt. Sprich, das Sollen wäre in der göttlichen Essenz selber angesiedelt und würde durch Gott selber in der Reflexion auf sich selbst erkannt und dann aber auch über angeborene Ideen und Wahrheiten an die geschaffenen rationalen Seelen weitergegeben werden. Herr Meder, ist da noch etwas? Ja, ich würde jetzt an diesem Punkt nicht unbedingt vertiefen wollen, weil ich befürchte, dass das auch sehr weit in erkenntnistheoretische Fragen hineinführt, aus denen wir dann vielleicht gar nicht mehr so schnell hinausfinden. Deshalb würde ich ganz kurz an einen Punkt trotzdem anknüpfen, nämlich den mit den eingeborenen Ideen. Also das ist ja ganz klar, dieser platonische Ansatz von Leibniz, den Sie sehr schön in Ihrem Vortrag auch gerade gezeigt haben. Und das ist auch die Idee, die Brücke zwischen Mathematik, Theologie und Rechtswissenschaft, dass wir eben nach Elementen suchen, also Grundprinzipien, die sich dann kombinieren lassen und aus denen sich wieder neue Lösungen entwickeln lassen. Und fürs Naturrecht ist das ebenso wichtig, weil gerade fürs Naturrecht dann solche Grundprinzipien erkannt werden könnten, nach denen auch Rechtslösungen entwickelt werden könnten. Das Problem, und jetzt sage ich mal etwas, was nicht unbedingt nur, also was zumindest ein Problem für Leibniz aufwirft und ich mir nicht ganz klar bin, welche Antwort Leibniz eigentlich darauf gegeben hätte, besteht ja darin, dass diese naturrechtlichen Elemente, die bis zur Ideenlehre vielleicht verlängert werden können, oft eine gewisse Unbestimmtheit aufweisen. Also dass sie missverständlich oder missverständlich sein können oder ungenau sein können. Das war ja das Problem des 19. Jahrhunderts und überhaupt ein Problem des Naturrechts auch im 20. Jahrhundert. Sicher haben Sie richtig gesagt, Radbruch hat das Naturrecht gegen den Totalitarismus ins Spiel gebracht. Das ist auch eine sehr wichtige Aussage und ich glaube auch für Leibniz fungiert das Naturrecht, um die ungebremste Expansionskraft des Staates und der Politik, die wir immer sehen, also die zu jeder Zeit möglich ist, zu begrenzen, da einen Riegel vorzuschieben, das ist eine politische Funktion des Naturrechts, die sehr wichtig ist. Aber ein Problem des Naturrechts hat sich dann später immer wieder gezeigt. Wir können zwar allgemeine Aussagen treffen, neminem ledere, wie Sie richtig gesagt haben, das Eigentum darf nicht verletzt werden. Schwieriger ist es schon mit dem Recht des Stärkeren. Zum Beispiel, wir können aus dem Begriff des Naturrechts den Gedanken eines Rechts des Stärkeren ableiten, aber das wäre sicher eine Ableitung, die dem Leibniz nicht gefallen hätte, obwohl sich viele auf das Naturrecht berufen, wenn sie diesen Satz verteidigen. Das heißt also, wenn wir zum Punkt kommen, kann das Naturrecht ungenau sein und nicht ausreichend sein. Die Frage ist, und vielleicht haben Sie eine Idee dazu, Herr Amgard, hätte Leibniz auf dieses Problem, welches sich dann auch im 19. Jahrhundert stärker gezeigt hat, dass das Naturrecht das Problem hat, leicht ja, zu allgemein, zu abstrakt zu bleiben und im konkreten Fall keine Lösung zu bieten, hätte der darauf schon eine Antwort gehabt? Also man kann zumindest sagen, in welche Richtung er die Antwort gesucht hat. Leibniz hat wie kein zweiter mit Begriffen gearbeitet im Recht. Und er hat auch eine eigene Begriffslogik entwickelt, die etwas völlig fundamental Neues war in den Generalis Inquisitionis. Und er hat gesagt, in der Mathematik und im Recht kann ich nur über die Begriffe kommen. Ich habe keine sinnliche Wahrnehmung. So, und da müssen wir uns Mühe geben, da müssen wir versuchen, eine begriffliche Durchdringung zu machen. Und mit dieser Definition Justitia est caritas sapientis, da bleibt ja auch nicht stehen, sondern dann kommt, das habe ich Ihnen jetzt nicht vorgeführt, eine ganze Definitionskette noch hinterher. Er versucht also durch Definitionsketten die ganze Materie zu durchdringen. Das ist ihm nicht vollkommen gelungen. Er hatte ja noch viel weitergehende Ziele in der Hinsicht. Er wollte ja das gesamte menschliche Wissen
mit solchen Definitionsketten durchdringen. Und er hat nach den einfachen, absolut einfachen Begriffen gesucht, aus denen kombinatorisch alles zusammengesetzt ist. Das war sein großes Projekt und er wusste, das kann ich nicht alleine bringen, da muss ich also sehr viele Mitarbeiter haben, die systematische Arbeit machen. Am Anfang hat er geglaubt, dass es endlich viele Begriffe gibt, aus denen sich alles andere kombinieren lässt. Später ist er dann dazu übergegangen, unendlich viele Begriffe als Basis annehmen zu müssen. Man merkt, Leibniz gelingt es an dieser Stelle auch nicht, die absolute Vollkommenheit, die ihm vorschwebte, zu erzielen. Aber bis zum letzten Atemzug hat er daran gearbeitet. Das kann man zeigen an seinen Versuchen. Der macht immer neue Anlauf. Der hört nicht auf. Der ist von dem Gedanken besessen, klingt jetzt falsch. Ja, das besessen ist was von was Negativem. Aber ist von dem Gedanken durchdrungen, dass das so geht. Und schade ist es eigentlich, dass er mit dieser Art Forschung ganz alleine geblieben ist, dass er wirklich die Arbeit alleine machen musste, die auch zu viel ist für einen Menschen, und dass er auch niemandem das hat nahebringen und erklären können, was er da eigentlich machen wollte. Und kürzlich hat Heinrich Schepers das Geheimnis der Definitionsketten mal erklärt, nämlich zu zeigen, wonach Leibniz eigentlich sucht. Warum schreibt er immer so lange Definitionsketten untereinander? So ein kluger Mann. Nicht? Er suchte nach den einfachen Begriffen und versuchte, die rauszufiltern. Aber da muss man sehen, ist er letztlich auch stecken geblieben. Aber das ist ja allem Menschlichen eigen, dass es Stückwerk bleibt. Ganz gewiss. Ich würde gerne nochmal zu der Ausgangsfrage zurückkommen und die etwas präzisieren. Wir haben jetzt gesprochen von Reflexionsprozessen, von Erkenntnisweisen, von vielleicht zunächst verworrenen Erkenntnisweisen, später dann konkreteren, von Grundprinzipien, die wir erkennen können. Wenn wir das modern denken, inwiefern würden Sie das in Verbindung bringen mit der Idee der Menschenrechte, von der wir ja genau diese Problematik eigentlich kennen? Steht sie über dem Recht, die Idee der Menschenrechte? Ist es das kodifizierte, lediglich positive Recht? Oder ist es mehr etwas, was wir erkennen können? Ja, vielen Dank für die Frage. Ich hatte in Granada mal einen Vortrag kürzlich gehalten über die Leibniz'sche Philosophie als Basis für Menschenrecht, und zwar als eine nicht-positivistische Basis. Es ist natürlich einfach. Wenn ich Verfassungsdokumente habe und schreibe das dann da rein, dann gilt das, weil es halt in der Verfassung steht. Damit ist das Problem aber nicht gelöst, denn die Verfassung kann man ändern. Außerdem haben wir in Deutschland so viele Verfassungswechsel in den letzten 100 Jahren erlebt und so viele Politikwechsel, dass es einem bald schwindelig dabei wird. Also das reicht nicht. Ist ja schön, dass jetzt im Augenblick mal die Menschenrechte in der Verfassung drinstehen. Wer sagt denn, dass das auch in Zukunft noch so sein wird? Nicht, das ist zu wenig. Und ich glaube, wenn man Menschenrechte ernst nimmt, dann muss man schon so einen Ansatz wählen wie Leibniz, entweder den oder einen ähnlichen. Ansonsten ist das eben nur positivistisch aufgesetzt und kann eben auch verloren gehen. Und ich meine, politisch kann es immer verloren gehen. Auch wenn man einen naturrechtlichen Ansatz hat, kann die Mehrheit der Bevölkerung sich ganz anders verhalten. Dann hilft das Naturrecht auch nichts. Das ist mir schon klar. Aber man hat wenigstens die richtige gedankliche Basis, um dem Gedanken die notwendige Durchschlagskraft zu geben, die er verdient. Nämlich, dass es unveräußerliche Rechte gibt. Und da scheinen mir die Ansätze von Hobbes viel zu schwach zu sein. Der sagt entweder, was der Souverän sagt, das ist richtig, oder dann kommen diese Gesellschaftsvertragstheorien. Aber Gesellschaftsvertragstheorien haben auch so eine positivistische Tendenz in meinen Augen, wenn ich sie richtig verstehe. Dann einigen sich die Leute auf irgendwas. Und wenn man da was Ungerechtes reinschreibt in den Gesellschaftsvertrag oder Teile der Menschenrechte aufhebt, was dann? Die Frage müssen wir doch beantworten können. Und das ist mir einfach zu dürftig, der Positivismus. Der hat im Recht in meinen Augen genauso wenig was verloren wie in der Mathematik. Die Kollegen haben sicher auch vielleicht noch etwas. Darf ich das noch ergänzen oder zustimmend ergänzen? Beim Gesellschaftsvertrag gibt es überhaupt keinen Vertrag, weil der Gesellschaftsvertrag eine reine Fiktion ist. Gibt's sowieso nicht. Der existiert überhaupt nicht. Es wird nur fingiert, dass irgendwelche Personen irgendwann zusammengekommen seien und dann die Macht auf einen Souverän übertragen hätten. Und dieser Souverän, der hat dann jede Macht sozusagen und heißt Leviathan, also jetzt Beispiel
Hobbes. Okay. Und Leviathan ist eben ein Automat, eine Maschine, ein Kunstprodukt. Kunstprodukt deshalb, weil es das Resultat einer fiktiven Einigung ist. Und insofern ist es ein Problem, weil sie haben eine künstliche Erzeugung und die Rechte, die dann eine solche Gesellschaft hat, sind durch diesen Souverän, durch dessen Gesetzgebung zugewiesen. Während wenn ich, Leibniz hat zum Beispiel die Idee des Staats als Maschine abgelehnt und er hat sich viel mit Maschinen natürlich beschäftigt, hat auch Theorien der Maschine formuliert, aber in Bezug auf den Staat hat er gesagt, das ist nachgebildet dem natürlichen Körper, der eben mit mehreren Gliedern zusammen funktioniert, wechselseitig funktioniert. Ähnlich wie bei den eingeborenen Ideen wäre er da stimmig, indem er sagt, das ist eine Sache, die Menschenrechte sind etwas, die nicht vom Staat oder durch das Gesetz zugewiesen sind, sondern die dem Menschen von vornherein und allen Menschen eben angehören, eingeboren sind sozusagen. Und genauso ist der Staat in Parallele zum natürlichen Körper verfasst. Er ist immer schon da. Er wird nicht erst durch einen Gesellschaftsvertrag künstlich produziert. Und das ist die extreme Gegenposition zu Hobbes, die heute wieder interessant ist, weil wir ja heute auch nicht mehr glauben, dass das ganze Recht oder die ganze Rechtsetzung allein durch den Staat geschaffen ist. Wir wissen, dass es viele Instrumente, transnationales Recht, europäisches Recht, es gibt verschiedene Rechtsproduzenten, auch Verbände und NGOs und so weiter. Es gibt eine Pluralität von Rechtsproduzenten. Das ließe sich mit Hobbes im Leben nicht erklären, aber mit Leibniz wäre es kein Problem, die aktuelle Vielfalt zum Thema zu machen. Insofern ist Leibniz in diesem Punkt aktuell und Hobbes ist out, aber 300 Jahre lang war Hobbes eben modern und Leibniz war nicht zur Kenntnis genommen. Ja, ich glaube, wir sind alle einer Meinung, dass ein reiner Rechtspositivismus keine wünschenswerte Position ist und dass wir uns alle eine rechtsphilosophische, rechtstheoretische, überzeugende Theorie wünschen, nach der das gesetzte positive Recht gemessen werden kann an überrechtlichen normativen Prinzipien, möchte aber trotzdem auch bei aller Begeisterung für diese Idee und auch, glaube ich, Zustimmung darauf hinweisen, dass es natürlich allerdings auch theoretisch eine Position ist, die einiges an Erklärungsleistung abverlangt. Zum einen stellt sich natürlich sofort die Frage, wo genau ist denn das Naturrecht ontologisch, sagen wir mal, anzusiedeln? Es gibt traditionelle Positionen natürlich, also der Platonismus in der antikklassischen Lesart, der auch schon angesprochen wurde von Herrn Armgard im Vortrag, würde darauf verweisen, es gäbe so eine abstrakte Entitäten, die außerhalb von Raum und Zeit sind und dort wären vielleicht die naturrechtlichen Wahrheiten anzusiedeln. Die Leibniz'sche Position ist eine andere. Sie basiert auf einem stark theologischen, christlich-theologischen Hintergrund und verortet diese naturrechtlichen Wahrheiten im göttlichen Intellekt. Ich möchte aber einfach darauf hinweisen, dass natürlich die Annahme eines christlichen Schöpfergottes plus der weiteren Annahme, dass Gott uns mit angeborenen Ideen und Wahrheiten versehen hat, die uns, deren Angeborensein uns erlaubt, sie auch zu erkennen, keine trivialen metaphysischen Annahmen sind, sondern gewichtige metaphysische Annahmen, die einige problematische Konsequenzen natürlich auch nach sich ziehen, zumindest Erklärungslast mit sich führen und darüber hinaus vielleicht auch nicht so einfach mit gegenwärtigen naturwissenschaftlichen Einsichten in der Entwicklungspsychologie, Evolutionstheorie etc. zu vereinbaren sind. Vielen Dank soweit. Ich würde da gerne noch ein bisschen tiefer bohren. Wir haben jetzt darüber diskutiert, wie es ist mit diesen Grundideen, mit übergesetzlichen Grundprinzipien, die wir erkennen können. Jetzt haben wir gehört, ein theologisches Fundament, ein ganz großer Posten in Leibniz' Schriften oder in seiner Gerechtigkeitstheorie ist ja die Idee der Nächstenliebe.
da kommt einem spontan die Idee, dass es doch eigentlich eine sehr moderne Idee auch sein kann, wenn man sich überlegt, dass man für eine Nächstenliebe oder für den Prozess des sich in einen anderen versetzen, man auch einen Perspektivenwechsel vornehmen müsste. Wie wir es aktuell kennen, zum Beispiel in der Diskurstheorie, der Wechsel von der Beobachter- zur Teilnehmerperspektive. Ist Leibniz an dieser Stelle tatsächlich so modern oder ginge das zu weit? Also, wenn ich vielleicht anfangen darf mit einer Antwort, ja. Also, das Prinzip, also Leibniz ist ein auf eine Art ein hedonistischer Egoist. Also grundlegend meint er, dass in der Motivationstheorie, sprich in der Theorie dessen, was uns zum Handeln motiviert, letztendlich immer egoistische Motive vorliegen. Und er meint, etwas anderes anzunehmen sei doch grundsätzlich falsch. Aber die Menschenliebe ist eine solche, die darin besteht, dass wir uns am Wohlergehen anderer erfreuen. Das heißt, ja, unmittelbar ist es unsere Freude, die uns motiviert, aber vermittels dessen ist es das Wohlergehen anderer letztendlich, das uns am Herzen liegt. Und darin liegt natürlich der Grundgedanke, dass wir uns in die Fußstapfen anderer versetzen können und das auch eine grundlegende Erfordernis und Anspruch an uns ist, das auch zu tun, um genau das Wohlempfinden anderer mitzuempfinden und es, das klingt ein bisschen pathetisch, aber es zu lieben. Möchten die Kollegen noch dazu? Ja, vielleicht ist ganz wichtig, sich klarzumachen, dass dieser Caritas, also die deutsche Sprache ist ja arm. Liebe kann ja alles Mögliche bedeuten. In anderen Sprachen ist das viel stärker, gibt es viel mehr Begriffe dafür. Was meint jetzt Leibniz mit dieser Caritas oder Charité? Ich habe versucht, das mit Wohlwollen wiederzugeben, aber in dieser Perspektivenwechsel, wie Herr Barthes beschrieben hat, das war sehr schön. Nicht, wenn man das Glück im Wohlergehen des anderen sieht, dann gibt es zwischen Egoismus und den anderen Interessen keinen Widerstreit mehr. Das ist für Leibniz, ja, Leibniz hat da lange drum gerungen, der hat das nicht einfach abgeschrieben oder übernommen. Ich glaube, er hat die Struktur, die logische Struktur analysiert und gesehen, das ist die einzige Möglichkeit, wie ich den Konflikt zwischen widerlaufenden, gegenstreitenden Interessen lösen kann. Und das setzt natürlich eine Geisteshaltung voraus. Ja? Also das ist nicht eine Frage der Emotion, sondern des Willens. Und wie kommt man dahin? Indem man die Perspektive wechselt und sich bewusst macht, da ist noch einer, ich bin ja gar nicht alleine. Nicht? Und ich glaube eigentlich, dass dieser Gedanke gerade für unsere moderne, zum Egoismus tendierende Gesellschaft extrem wichtig ist, wenn sie zusammenhalten sollen. Ansonsten bricht das zusammen. Man kann auf Egoismus keine dauerhafte, stabile Gesellschaft gründen. Und man muss da schon aufpassen, dass man das Bewusstsein dafür, dass das nicht geht, dass man das eine Gesellschaft damit zerstört, dass sie sich selbst zerstört, dass man das wach hält. Und wir sind ein bisschen, habe ich manchmal so den Eindruck, in so einer, auch ich spreche jetzt auch mal als Hochschullehrer und als Projektor für Lehrer, in so einer indifferenten Sache nach dem Motto, ach Werte, da weiß ja keiner so genau, das kann man so oder so sehen. Und wir vermitteln zu wenig Haltung. Es geht ja nicht darum, anderen Leuten was aufzuzwängen. Es geht aber darum, Haltung vorbildhaft zu leben. Und wenn man, es gibt einen schönen Spruch, der heißt, auf Kinder wirkt nicht die Kritik, sondern nur das Vorbild. Wenn man Kinder erziehen will, muss man ein Vorbild bieten. Kritik bringt sowieso nichts. Davon bin ich fest überzeugt, aber es muss solche Vorbilder geben. Und jeder kann sich ja selbst die Frage stellen, ob er für sein Umfeld so ein Vorbild ist oder nicht. Schadet nichts. Genau, vielen Dank. Vertiefen wir doch diesen Punkt. Jetzt haben wir gesagt, der Wille ist nötig, um diesen Perspektivenwechsel vorzunehmen. Vorher haben wir darüber nachgedacht, wie diese Reflexionsprozesse vonstatten gehen können, um über positive Grundprinzipien zu verstehen. Auch der Vernunftbegriff ist bei Leibniz wichtig. Wie ist das denn zu verorten? Wie ist das aufzudröseln oder ins Verhältnis zu setzen? Spontan denke ich da zum Beispiel an die schottische Aufklärung oder an Hume, der sagt, dass wir automatisch zu dem leidenden Nächsten in Sympathie treten. Ist das so stark oder ist es vernunftlastiger? Ist es ein stärkerer Willensakt?
Ja, es ist sicherlich stärker vernunftlastig als bei Hume. Bei Hume ist es eher so, denke ich, so rum, dass das moralische Gefühl dem, was moralisch gefordert ist, vorangeht und bestimmt. Da hat sozusagen das moralische Gefühl hier einen Vorrang in der Begründungsreihenfolge. Das, was moralisch gefordert ist, ist sozusagen, ergibt sich aus dem, was das moralische Gefühl einem sagt. Bei Leibniz gibt es was Ähnliches wie das Hume'sche moralische Gefühl, the moral sentiment. Er nennt es die natürlichen Instinkte, die uns auch angeboren sind, die uns in moralischen Entscheidungssituationen gewissermaßen gefühlsbasiert zur richtigen Handlung führen. Und darin drückt sich auch eine Liebe zum Mitmenschen aus, die seiner Ansicht nach wir natürlicherweise haben als einen solchen angeborenen Instinkt. Aber anders als bei Hume ist es nicht so, dass nur weil wir dieses Gefühl und diesen Instinkt haben, es deswegen richtig wäre, Menschenliebe zu leben, sondern es ist andersherum, es gibt eine wiederum im göttlichen Intellekt angesiedelte entsprechende moralische Wahrheit, die das einfordert, und der Instinkt ist gewissermaßen die gefühlsbasierte Manifestation dieser moralischen Wahrheit, die im göttlichen Intellekt angelegt ist. Auch hier geht der Verstand dem Gefühl voraus, ganz rationalistisch, während es für Hume andersherum ist, das Gefühl geht gewissermaßen der Einsicht oder Erkenntnis einer Wahrheit vorher. Vielen Dank. Ja, vielleicht noch ergänzend, ich habe mir die neue Abhandlung und diese Passage über die Instinkte nochmal angeschaut. Ist nicht ganz leicht zu lesen, weil der Text so fragmentiert ist. Er antwortet ja immer auf Locke. Also in der Mathe, also es sind zwei Dinge, die Leibniz unterscheidet. Und zwar für das Recht gibt es die Instinkte, die gibt es zum Beispiel in der Mathematik nicht. Aber die Art und Weise, wie man mathematische Wahrheiten erkennt, nämlich durch Definition und Beweise, das ginge beim Recht auch. Und er sagt, das können auf dem Recht genauso wenig Leute wie in der Mathematik. Wer kann schon Beweise führen? Die meisten lernen in der Schule rechnen, aber nicht Mathematik. Das ist ja ganz was anderes. Und das ist nur eine kleine Minderheit, die das eigentlich kann, die dieses innere Licht so klar ausgebildet hat, dass da was draus wird. Und deshalb hat er gesagt, und weil die Moral so praktisch wichtig ist, ob einer rechnen kann oder nicht, ist nicht ganz so wichtig fürs Überleben vielleicht. Aber die moralischen Dinge steuern das Verhalten ganz stark natürlich. Und deshalb sind die als Instinkte eingegraben, nach dem Motto, damit auch die Tore nicht irren können. Ja? Man muss nur seinen Instinkten folgen, dann funktioniert das schon. Aber eigentlich, sagt er, wenn wir das Naturrecht machen wollen, dann können wir das genauso machen wie in der Mathematik. Aber das ist nicht einfach. Das sieht auch nicht jeder. Eingeboren sind nämlich nur die Grundsätze. Und dann muss man jede Menge sehr schwierige gedankliche Arbeit tun. Und die Frage ist, wer tut die denn? Man kann immer leicht sagen, ja, das ist alles unscharf und das geht gar nicht. Die Frage ist, wer versucht es denn? Wer versucht es denn? Das ist ein Punkt. Die meisten geben schnell auf. Und es ist auch nicht trivial, was da zu tun ist. Und Leibniz, ich bin der festen Überzeugung, hat diese Erweiterung in der Logik unter anderem deshalb gemacht, um da einen Schritt weiter zu kommen. Das ist nicht trivial. Der hat neue Logiktypen entwickelt, weil er gesehen hat, so einfach ist das nicht. Aber er hat keine Nachfolger auf dem Gebiet, bis heute. Oder wenige. Es gibt ein paar, die das machen, aber alle modernen Naturrechtler, mit denen ich mich jetzt beschäftigt habe, das ist nicht so das, was Leibniz macht. Die versuchen das auch, das ist auch, das jetzt nicht kritisieren, ja. Man müsste es ja selber erstmal besser machen. Aber es ist nicht das, dieses strenge Denken, wie es wir es bei Leibniz finden. Und es gibt, glaube ich, auch wenig Leute, die das können. Es gibt auch wenig Leute, die damals die Differenzial- und Integralrechnung hatten finden können. Nicht? Das ist ein Jahrtausendgenie, über das wir hier sprechen. Davon gibt es nicht so viele. Und dann zu sagen, das geht gar nicht und so, wenn solche Leute so viel Zeit auf die Erarbeitung dieser Dinge verwenden und auch Fortschritte machen, halte ich jetzt auch wieder für eine gewagte Sache. Also da muss man einfach sehen, das sind eben schwierige Dinge, die sind nicht so einfach. Man hätte ja auch sagen können, den Satz von Fermat kriegen wir nie bewiesen. Das ist eben lange Arbeit, nur da hat man ja
hundertelang darauf hingearbeitet, auf diesen Beweis. Da haben sich die besten Denker Mühe gegeben. Auf dem Gebiet des Naturrechts ist das einfach nicht der Fall. Vielleicht kommen wir deshalb nicht vorwärts. Herr Mieder? Ja, vielleicht darf ich noch mal kurz ergänzen, weil es schließt sich ja die Frage an, was passiert eigentlich, wenn wir diese Grundsätze hätten? Sie haben jetzt erläutert, wie schwierig es ist, diese Grundsätze zu finden. Und wir wissen auch, dass ein Jahrtausend-Genie vielleicht ja aus möglichen Gründen, weil er überbeschäftigt war, weil er andere Dinge machen müsste, weil der Fürst vielleicht nicht gut drauf war, wie auch immer, auf jeden Fall am Ende diese Grundsätze nur in Ansätzen formulieren konnte und das Projekt, also zum Beispiel auch einer Gesetzgebung, in welche diese Grundsätze hätten einfließen können, nicht hat verwirklichen können. Vielleicht war es auch nicht verwirklichbar, aber vielleicht lag es nur daran, dass er nicht genug Mitarbeiter hatte. Aber die Frage jetzt, was wäre denn, wenn es verwirklicht worden wäre? Was würde das zum Beispiel für die Juristen bedeuten, Aussicht von Leibniz? Würde das bedeuten, Heureka, wir haben es und wir können jetzt ohne weiteres alle Fälle lösen? Oder, was ich glaube, da wird es bei Leibniz erst richtig losgehen, weil Leibniz wollte nicht irgendwelche Grundsätze finden und hatte das mit der Vision verbunden, dass danach sich die Rechtslösungen für Richter, Anwälte, Wissenschaftler, welche auch alle nach rechtlichen Lösungen suchen mögen, automatisch ergeben würden, sondern er war sehr bescheiden. Er hat gesagt, diese Rechtsprinzipien, die ich versuche zu finden über Begriffe, über Definitionen, die dienen nur als Kompass. Die sollen demjenigen, der auf der Suche nach dem Recht ist, nur als Kompass dienen. Weil ich kann mir nicht anmaßen, ich Leibniz kann mir nicht anmaßen, schon für alle künftigen auftretenden Fälle die Lösungen zu produzieren. Und das Recht ist ständig im Gang. Es gibt ständig neue Probleme, die ein Gesetzgeber zu der Zeit, als er sein Gesetzbuch formuliert, noch gar nicht vorhersehen kann. Also sein Anspruch, den er mit den Prinzipien verbunden hat, war sehr bescheiden. Er hat gesagt, er will einen, deshalb heißt es auch ein Buch, die neue Methode zum Lehren und zum Lernen. Also sehr stark didaktischen Charakter, die erstmal die Studierenden, aber auch die Rechtspraktiker sollten etwas haben als Grundlage bei schwierigen Fällen. Da sollen die Grundsätze helfen. Also er hat keineswegs gedacht, dass das Problem des Rechts erledigt wäre, wenn er denn die Grundsätze gefunden hätte. Ja, da steckt auch ein bisschen die Frage, also ich stimme erstmal ganz zu dem, was Sie sagen. Es steckt natürlich noch ein anderes Problem hinter, die Frage, ob Recht ein offenes oder ein geschlossenes System ist. Und ich glaube mehr und mehr, dass es aus seiner Sicht ein offenes System war. Zumindest hat man ja diese drei Stufen und die greifen korrigierend auf die unteren Ebenen ein. Ich bin gerade dabei, mit den italienischen Kollegen darüber nachzudenken, ob wir die Feasible Reasoning brauchen, um das abzubilden, was er im Sinne hatte. Ich muss gestehen, am Anfang war mir der Gedanke äußerst unsympathisch. Man möchte ja immer sofort alles haben, wie das so im Leben halt ist. Als Jurist möchte man das natürlich auch. Aber die Praxis lehrt, gerade wenn man ein paar Jahre in der Praxis gearbeitet hat, lehrt natürlich, dass das so einfach nicht geht und dass die natürlichere Art und Weise, wie sich Recht entwickelt in der Praxis, einfach ein Reagieren auf Probleme ist, ein manchmal spontanes Reagieren auf Probleme. Und so werden ja auch Computerprogramme weiterentwickelt. Da ist auch das Defeasible Reasoning die natürliche Art und Weise, wie man es macht. Und möglicherweise hätte Leibniz auch gar nichts dagegen gehabt, das so zu sehen. Er hat letztlich oft ja auch, muss man sagen, aus der Perspektive Gottes argumentiert. Er hat gesagt, Menschen können das nicht, aber Gott kann das. Und er hat oft eben diese Ebene eingenommen. Er sagt, das ist möglich. Das können wir zwar nicht, aber er kann das. Und das muss man auch immer beachten. Das sagt er auch nicht immer genau ganz klar, auf welcher Ebene er argumentiert. Das muss man immer versuchen rauszufinden. Und damit sind natürlich sozusagen falschen Allmachtsfantasien auch Grenzen gesetzt, die Leibniz selbst erkannt und auch anerkannt hat. Zum Beispiel hat er gesagt, kontingente Wahrheiten könnte man eigentlich auch beweisen, aber der Beweis wäre unendlich lang. Das kann menschlicher Geist nicht leisten, Feierabend, das geht eben nicht. Aber es geht aus einer höheren Sicht prinzipiell schon.
Nicht? Und dieser Wechsel in der Argumentation, den findet man in seiner Metaphysik ständig und den muss man sich vor Augen führen. Und wer Leibniz sozusagen dann liest, ohne diesen Perspektivenwechsel mitzumachen, der könnte dann auch auf die Idee kommen, dass er sowas wie so ein Zwangssystem uns aufoktroyieren möchte. Das ist nicht der Fall in meinen Augen. Das ist nicht der Fall, man muss diesen Perspektivenwechsel sehen. An dieser Stelle würde ich gerne den Finger in die Wunde legen. Wenn wir denn die Prinzipien alle erkennen könnten, inwiefern sind denn die Inhalte selbst vorgegeben durch diese Prinzipien? Also haben wir gerade in Rechtsfragen, wären wir dann in der Lage, das richtige Ergebnis zu verstehen und zu erkennen? Ist da doch ein bisschen der Determinismus am Werk? Ich weiß nicht, ob das mit Determinismus zu tun hat. Das ist eher mit Sicherheit der Erkenntnis in Zusammenhang zu bringen. Leibniz würde sagen, ja, das geht. Das ist sein Rationalismus. Ob man unbedingt den teilen muss, ist eine ganz andere Geschichte. Aber für Leibniz würde ich sagen, es gibt für jede Frage eine klare Antwort. Und das Interessante ist, jetzt könnte man sagen, naja, wir leben im 21. Jahrhundert, im 20. Jahrhundert hat Kurt Gödel gezeigt, wo Grenzen der Erkenntnis liegen und so weiter. Aber gerade wenn man Gödel betrachtet, und ich glaube, es ist sehr interessant, Gödel zu betrachten, weil Gödel ein Leibniz-Leser war, allererster Ordnung, dann sieht man, dass er von diesen platonischen Vorstellungen auch nicht gelassen hat, obwohl sein Unvollständigkeitsbeweis eigentlich erwarten lassen würde, dass er zum Skeptizismus auch übergeht. Das tut Gödel aber nicht. Das macht er nicht. Und er sagt, nein, wir haben dann eben, wir müssen durch unsere Intuition weiterschulen. Er knüpft dann ja bei Husserl an, bei der Philosophie von Husserl, um eine Geisteshaltung zu bekommen, um neuere, immer weitere Axiome sichtbar und einsehbar zu machen. Das ist ganz interessant, wie er sich, vielleicht muss ich noch mal einen Schritt zurückgehen, weil vielleicht der Unvollständigkeitssatz von Kurt Gödel nicht allgemeingut ist. Nicht demzufolge kann man die Widerspruchsfreiheit eines hinreichend starken Systems nicht mit Mitteln des Systems selbst beweisen. Man kann die Widerspruchsfreiheit beweisen, aber man muss Voraussetzungen treffen, die nicht mehr im System, dessen Widerspruchsfreiheit ich beweisen will, drin ist. Das heißt, ich muss wieder raus. Und dann kann man sagen, ja, dann haben wir nicht viel gewonnen. Ich muss immer mit größeren Annahmen kommen. Aber er hat sich so eine Hierarchie von Annahmen vorgestellt und hat auch danach gesucht, Gödel jetzt, um letztlich jede Frage in der Mathematik auch entscheidbar zu machen, wenn man nur die Axiome weiter aufbaut. Nicht? Und damit ist so sein Unvollständigkeitssatz, der eigentlich so skeptisch klingt, plötzlich aufgehoben. Und Gödel bleibt bis zum Schluss Platoniker. Das heißt, in der Mathematik ist es nicht einfach, weiterzukommen in den Punkten. Und warum sollte es im Recht einfacher sein? Okay. Das ist eben schwierig. Die Frage gebe ich weiter an die anderen beiden Kollegen. Also ich würde sagen, wenn es zutrifft, wie Sie ja eben auch gesagt haben, dass er das Recht nicht als ein geschlossenes, sondern als offenes System betrachtet hat, dann ist es für ihn auch offen, wie die Entscheidungen am Ende sind. Es stimmt zwar, dass einiges dafür spricht, dass er glaubt, dass für jeden Fall die richtige Entscheidung gefunden werden kann, aber er hat ja diesen bescheidenen Anspruch, nur einen Kompass, er verwendet das Wort ja. Also die Idee ist eine Navigation. Man kann sich vorstellen wie ein Computerspiel. Ich produziere verschiedene Topoi auf einer Landkarte. In diesen Topoien schlagen sich bestimmte Prinzipien nieder, die derjenige benutzen kann, der bestimmte Probleme hat. Er muss wie mit dem Schiff hin und her navigieren zu irgendwelchen Rechtslösungen und kann daraus irgendwie den Konflikt entscheiden. Also er verwendet den Begriff Landkarte. Auf der Landkarte sind Berge, Topoi nennt er sie, Orte, zu denen man sich hinbewegt und wo man eben durchfahren kann, sozusagen mit dem Navigator, den er produziert und dort anhält, wo man möglicherweise ja überhaupt sich befindet. Wo sind wir überhaupt? Sind wir im Strafrecht, sind wir im Zivilrecht, sind wir im Deliktsrecht, wo auch immer? Und dann können wir immer näher an den Ort gehen, wo wir die Problemlösung finden. Aber diese zur Verfügungstellung dieser Prinzipien, so wie er sie formuliert,
sehe ich noch nicht als Determination. Ich sehe auch nicht die Inhalte, dass die Inhalte vorgegeben werden, sondern es sind Abstraktionen. Und ich würde sagen, er geht davon aus, dass jeder Fall individuell ist und dass derjenige, der ihn entscheiden soll, eben eine Unterstützung braucht. Und ich sehe nicht viel mehr als diese Unterstützungsleistung und keine zu starke, also dass er jetzt behaupten möchte, dass damit alle Rechtsfragen überhaupt gelöst wären. Ja, vielleicht kurze Anmerkung. Es gibt eine Debatte zwischen zwei Leibniz-Forschern, die ähnlich ist. Und zwar hat Marcello Dascal aus Tel Aviv kürzlich gesagt, bei Leibniz gibt es Soft Rationality. Und Heinrich Schepers, der die Quellen sicherlich am besten kennt von allen Leibniz-Forschern der Welt, hat gesagt, nein, Leibniz hat immer harte Rationalität. Der wird solche Weichheit nicht dulden. Ich will jetzt die Frage gar nicht hier entscheiden, aber es ist in der Tat, ich möchte nur darauf aufmerksam machen, es ist in der Tat diese Frage an vielen Punkten nicht einfach zu klären, was er meint. Und ich weiß auch nicht, ob er zeitlebens immer die gleiche Ansicht gehabt hat. Ne? Also wir lesen ja, wir müssen ja sehen, wir lesen aus seinen handschriftlichen Notizen, die gar nicht zur Veröffentlichung bestimmt sind, da jetzt alles Mögliche rein und raus. Ob er das, was er aufschreibt, hundertprozentig immer meint und denkt und auch immer beibehält, das wissen wir nicht. Und manchmal kann man auch eine Entwicklung seiner Gedanken über die Jahre verfolgen. Deshalb ist es immerhin schwierig, in solchen Fragen das letzte Wort sprechen zu wollen. Mhm. Stichwort letztes Wort, Herr Barth. Ja, vielleicht ein Versuch einer Synthese und vielleicht auch der Versuch einer Antwort auf die Frage bezüglich der harten und weichen Rationalität. Ich glaube, die Lösung haben Sie selber vorhin schon gegeben. Man muss einfach unterscheiden zwischen der göttlichen Perspektive. Ich spreche schon wieder von der göttlichen Perspektive, aber sie ist einfach so wichtig, um Leibniz zu verstehen. Und sozusagen der Perspektive von uns endlichen, aber dennoch auch rationalen Lebewesen. Und die harte Rationalität ist eine, die natürlich auf den göttlichen Intellekt zutrifft. Der göttliche Intellekt sozusagen denkt in einer rationalen Härte, wie es nicht sozusagen härter geht. Und für ihn ist jeder Rechtsfall entscheidbar und auch schon entschieden. Gott ist halt allwissend und er hat jeden möglichen Rechtsfall, nicht nur jeden tatsächlichen, sondern jeden möglichen schon entschieden, sonst wäre er nicht allwissend. Und er hat ihn nicht einfach stipulativ entschieden, sondern mit guten Gründen, das heißt, er hat ihn erschlossen letztendlich, die Lösung des Rechtsfalls, aus Prinzipien. Ich glaube, da ist die harte Rationalität zu verorten. Wir sind leider begrenzt in unserem rationalen Vermögen, haben zwar im Grunde genommen auch dieses göttliche Allwissen angeboren, aber sie kommt immer nur mal hier und da zum Vorschein. Und leider können wir ganz häufig nicht anders als mit einer weichen Rationalität einem abwägen, aber keinesfalls einem deduktiven Schließen Fälle lösen. Ich stimme, Herr Barth, ich stimme Ihnen vollkommen zu. Das war meine Antwort, also mein Verwitterungsversuch auch gegenüber Dascal. Dascal hat das nicht wahrhaben wollen, vielleicht Schepers auch nicht, vielleicht haben wir jetzt eine dritte Position damit aufgemacht. Aber ich glaube, das ist richtig, was Sie sagen. Das? Vielleicht darf ich noch einen kurzen Hinweis geben, obwohl der Schlusswurf, der Punkt ist ja auch der, funktioniert das, weil wir haben viel von Theologie gesprochen und Sie haben auch von Realismus gesprochen, der allerdings im Jenseits verwirklicht wird. Die Frage ist doch, die in der Wissenschaft oft gestellt wurde, ob das Leibniz'sche System ohne Theologie funktionieren würde. Und das wird ja auch bejaht von namhaften Autoren, ähnlich wie es bei Grotius ja durchgespielt wird. Grotius hat ja selbst gesagt, mein System funktioniert ohne Theologie. Und in dem Moment, wo wir diese Hypothese verfolgen würden, kämen wir auch zur Soft Reality oder Rationality, wie auch immer. Also sei nur noch ein kurzer Hinweis, weil Leibniz ist ja bekanntlich nicht sehr häufig in die Kirche gegangen. Und er hatte deshalb auch immer wieder Ärger mit allen möglichen Leuten, die das beobachtet haben, und zwar zu seiner Zeit. Wenn jetzt dieser Gedanke des Jenseits und sozusagen Gerechtigkeit, Realismus sehr stark auf die Theologie zugeschnitten wird, denke ich, sollte man zum Schluss noch kurz andeuten, dass immerhin diskutiert wird, funktioniert das System ohne Theologie? Und ich würde sagen, ja. Und wenn dem so ist,
dann wird dies, kommt das relative, das undeterministische Element etwas stärker ins Spiel. Herr Meder, vielen Dank nochmal für den sehr wichtigen Hinweis. Da ja theologische Fragen bekanntlicherweise am besten beim Wein besprochen werden, möchte ich hiermit die Diskussion beenden. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und nochmal ganz herzlich bei den Mitgliedern der Podiumsdiskussion. Vielen Dank.